Schönen guten Tag. Heute werden wir uns mit dem Hören beschäftigen und das leitet unsere Beschäftigung mit den anderen Sinnen ein. Bisher haben wir uns ja auf das Sehen konzentriert und der Grund, warum wir uns so ausführlich mit dem Sehen beschäftigt haben, ist natürlich zugegebenermaßen in erster Linie, weil ich hauptsächlich über Sehen forsche. Zum Zweiten aber, weil die Bereiche des Gehirns, die sich mit der Verarbeitung visueller Informationen beschäftigen, sicher auch größer sind als diejenigen, die mit den anderen Modalitäten beschäftigt sind. Und zum anderen natürlich auch noch, weil die Prinzipien, die allgemeinen Prinzipien, die für das Sehen gültig sind, natürlich zum allergrößten Teil auch auf die anderen Sinne, das Hören, das Fühlen, das Riechen und das Schmecken, übertragbar sind. Ja, das heißt, wir werden auf diesem Gerüst aufbauen und dann das jeweils einfüllen mit den spezifischen Charakteristika der einzelnen Sinne oder eben die Abweichungen dann ganz deutlich herausstellen. Wir wollen uns heute zuerst mal ansehen, physikalisch, was Schall überhaupt ist, also der Reiz, der zu auditorischen Wahrnehmungen führt, und dann die Anatomie des Hörsystems betrachten, die Ohren im Prinzip, und vor allen Dingen eben auch die Verarbeitung im Innenohr. Der Großteil des Hörens oder fast alles, was mit dem Hören zu tun hat, hat nämlich nicht viel mit der Ohrmuschel zu tun, nämlich den Teil der Ohren, den man sehen kann, sondern mit dem, was im Kopf drinnen ist. Und dann die Repräsentation im Hörsystem, also die kortikale Repräsentation, die ja beim Sehen retinotop ist, bildhaft, also wir haben sozusagen Bilder in der Netzhaut schon und dann ein bisschen andere Art von Bildern im Gehirn. Beim Hören ist es anders. Beim Hören haben wir eine eindimensionale Repräsentation, die praktisch auf Frequenzen ausgerichtet ist. Und es ist eigentlich, wenn man weiß, wie die Repräsentation des Hörraums im Kopf ist, dann ist es ein absolutes Wunder, was wir alles damit anstellen können, nämlich auch bestimmten lauten Objekte zuordnen und die auch im Raum lokalisieren. Und das Lokalisieren ist dann der letzte Bereich. Es gibt einige Gemeinsamkeiten zwischen dem Sehen und dem Hören. Und einige dieser Gemeinsamkeiten, die gehen also wirklich auf eine homologe Verarbeitung zurück. Und einige dieser Gemeinsamkeiten sind einfach nur relativ oberflächliche Ähnlichkeiten. So wie diese Demonstration hier, wo es eigentlich immer nur bergab geht. So wie im richtigen Leben. Ab einem gewissen Alter. Okay, die Ähnlichkeiten, die sind natürlich, klar, also da gibt es einfach die Sachen, die für alle Sinnessysteme gleichgültig sind, ja? Nämlich es gibt immer irgendeinen äußerlichen Reiz, der physikalisch oder chemisch ist und der dann irgendwie übertragen muss in zentralnervöse Aktivierung. Und von diesem physikalischen Reiz, da wissen wir ja vom Sehen schon, also wir können nicht alle physikalischen Reize sehen, ja, sondern nur so einen ganz schmalen Ausschnitt an verschiedenen Wellenlängen. Beim Hören ist es so ähnlich, also wir können den Schall, kann man, wie wir gleich sehen werden, durch Frequenzen charakterisieren und wir können Frequenzen in so einem Bereich zwischen 20 Hertz, also 20 Schwingungen pro Sekunde und 10.000, vielleicht in jungen Jahren 20.000 Hertz hören. Aber natürlich gibt es da beliebige Frequenzen und andere Tiere, meist die kleineren Tiere wie Mäuse oder auch die Hunde, die können viel höhere Frequenzen hören. Ja, und deswegen ist es auch so, dass bei den Hundepfeifen praktischerweise so ist, dass sie in dem Frequenzbereich Schall generieren, den wir Menschen nicht hören können, aber die Hunde hören den zumindest, ob sie dann darauf hören, ist eine andere Frage.
Dann ist natürlich, also die Transduktion, das ist ein Prozess, der auch in allen Sinnessystemen erfolgt. Ja. Es muss irgendwie auf eine geeignete Art und Weise dieser physikalische Reiz dafür sorgen, dass dann in irgendwelchen Rezeptoren Türchen aufgehen und geschlossen werden, sodass da elektrische Potentialänderungen entstehen. Und dieser Transduktionsprozess, der ist natürlich auch immer sehr, sehr eng auf den jeweiligen Sinnesreiz ausgerichtet und sehr, sehr optimiert dafür. Die Information wird dann weitergeleitet in den Thalamus, wo vermutlich eine Zwischenverarbeitung hauptsächlich zur Aufmerksamkeitsregulierung auch stattfindet, und dann in die kortikale Empfangsregion, wo es einfach so ist, nach dem Gesetz der spezifischen Sinnesenergien, dass wenn irgendwas in dem Bereich des Gehirns ankommt an Aktivierung, der für das Hören zuständig ist, nämlich der primäre auditorische Kortex, dann wird diese Aktivierung immer interpretiert als eine auditorische. Ja, das legt es fest. Und schließlich spielt noch eine ganz wichtige Rolle die kortikale Organisation, die Repräsentation. Das habe ich gerade gesagt. Also beim Sehen haben wir sowas Bildhaftes. Beim Tasten, da ist die Somatotop, ja, da sind die einzelnen Gliedmaßen repräsentiert, und wenn irgendwas nah am Körper beieinander ist, dann ist es auch nah im Gehirn beieinander. Beim Hören ist es nicht so, dass da das irgendwie anhand von Orten repräsentiert wäre. Ja? Dass wenn ein Ton von hier kommt, dann wird der von einem Neuron verarbeitet, das neben einem Neuron sitzt, das die Töne von gleich daneben verarbeitet. Da ist es anhand von Frequenzen. Und in unserem Gehirn, wenn jetzt unterschiedliche Objekte ähnliche Frequenzen generieren, wenn jetzt hier im Raum einfach verschiedene Leute immer so mit ähnlichen Frequenzen sprechen, dann gelangen diese Frequenzen erstmal bei mir in den Ohren an, und mein Hörsystem muss dann die erst wieder auseinandersortieren, den verschiedenen Sprechern zuordnen, und wenn ich das dann noch lokalisieren will, dann auch noch die Empfangszeiten in den einzelnen Ohren berücksichtigen. Aber das Erstaunliche ist, also es hört sich sehr, sehr kompliziert an, aber ich schaffe es dann meistens ziemlich gut, diese Töne genau zu lokalisieren. Zumindest, wenn es nicht zu viele Leute sind, die gleichzeitig reden. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede zwischen dem Hören und Sehen. Ja? Und das ist ja auch klar. Also es ist hier an dem Beispiel so ein bisschen illustriert. Also ich habe schon gesagt, die Repräsentation ist unterschiedlich, aber der große Unterschied oder die größten Unterschiede sind beim Hören, da ist der Reiz und die Hörwelt eigentlich sehr, sehr unabhängig von der Orientierung der Ohren und des Körpers im Raum. Das heißt, ich kann mich drehen, ich kann mich auch ganz umdrehen, ich höre sie immer noch, und sie können mich natürlich noch hören, weil der Ton aus den Lautsprechern kommt. Aber die Akustik ist da umfassender. Also man kann eben auch zum Beispiel ein Baby, wenn das in einem benachbarten Raum schreit, dann hört man das immer noch, obwohl man es eben nicht mehr sehen kann. Und die Augen, die erfassen einfach nur einen Ausschnitt, während der Ton eben von 360 Grad kommt. Die Augen kann man auch abschalten. Also man kann die Augen zumachen, wenn man irgendwas nicht sehen will, wenn sie im Horrorfilm sind. Ja. Die Ohren kann man, die kann man einfach nicht direkt abschalten. Man kann sie sich zuhalten, um die es ein bisschen leiser zu machen, aber im Prinzip ist es so, dass im Schlaf zum Beispiel, dass man dann durch Lichtreize nicht gestört wird, aber eben durch Schallreize eben dann schon aufweckt. Und das ist vermutlich auch evolutionär sehr sinnvoll so. Beim Hören, und das ist ein ganz interessanter Aspekt, da gibt es auch weniger Möglichkeiten, jetzt die Reizung positiv zu beeinflussen. Was ich meine, ist, beim Auge ist es so, dass wenn irgendwo hier
was auftaucht oder was flickert, was interessant sein könnte, dann gucke ich da hin. Und hingucken heißt, ich sorge dafür, dass dieser interessante Reiz, zum Beispiel Lippenbewegungen sind sehr, sehr interessant, dass die in meiner Fovea abgebildet werden. Und wenn dann das Objekt des Interesses in der Fovea ist, dann kann ich das ganz, ganz scharf sehen, die Gesichter erkennen und so weiter. Beim Hören, da geht es nicht. Also es gibt so ansatzweise so kleine Möglichkeiten, aber es ist nicht vergleichbar mit dem zur Fovea. Das heißt, wenn irgendwo ein Geräusch ist oder wenn das berühmteste Phänomen ist, diese Cocktailparty-Phänomen, ja, wenn Sie mit vielen Leuten im Raum sind und alle reden gleichzeitig, dann ist es extrem schwierig, sich auf eine Person zu konzentrieren. Also man kann es vielleicht, wenn die Person direkt neben einem steht und man dann auch die Lippenbewegungen sieht und alles, aber es ist extrem schwer. Das heißt also, es gibt da ganz, ganz viele Unterschiede auch und die sind einfach, das Hören und Sehen sind irgendwie, die ergänzen sich funktional. Die spielen natürlich auch sehr viel zusammen. Also Interaktionen zwischen visuellen und auditorischen Verarbeitungen sind sehr vielfältig. Am allerbekanntesten ist die sogenannte Bauchredner-Illusion. Ja, wenn irgendwie ein Bauchredner mit so einer Puppe und die Puppe macht die Mundbewegungen und die Töne werden natürlich von der Person nebenan generiert. Aber dadurch, dass es so gut zusammenpasst, erleben wir das so, als ob wirklich diese Puppe sprechen würde. Und das ist ein Phänomen, das auch wissenschaftlich ganz grundlegend schon untersucht ist, also indem einfach bestimmte akustische Reize irgendwo dargeboten werden und visuelle Reize woanders. Und wenn die zusammenpassen, dann lokalisiert man die in der Regel irgendwo zwischendrin und meistens ganz, ganz nah an der visuellen Quelle der Stimulation. Es wird auch oft die Frage gestellt, wenn man verschiedene Sinne betrachtet, ja, welcher Sinn ist jetzt der wichtigste und auf welchen Sinn könnten wir am ehesten verzichten und so weiter und so fort. Und wir gehen oftmals davon aus, dass das Sehen für uns natürlich am wichtigsten ist, aber man darf jetzt irgendwie die Bedeutung des Hörens nicht unterschätzen. Und es gibt eine Frau, die Helen Keller, die war eine Schriftstellerin und die war taubblind, das heißt, sie konnte weder sehen noch hören, hat aber sehr viele Bücher geschrieben und war auch die erste taubblinde Person, die einen Bachelor-Abschluss in den USA damals erworben hatte. Und die hat es sehr gut auf den Punkt gebracht, nämlich dass also das Sehen, das trennt uns eher von den Dingen, aber das Hören eher von den Mitmenschen. Das heißt, wenn wir mit Mitmenschen kommunizieren, dann spielt die sprachliche Kommunikation einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und deswegen ist das Hören auch sehr wichtig. Und deswegen werden wir uns dann beim nächsten Mal auch nochmal spezifischer mit der Sprache auseinandersetzen. Aber heute fangen wir erstmal an mit den ganz elementaren Bereichen des Hörens und beschäftigen uns erstmal mit der Frage, was Schall überhaupt ist. Und Schall ist einfach, sind Schwankungen des Luftdrucks und Schwankungen des Luftdrucks in einem bestimmten Frequenzbereich und den wir nämlich dann auch hören können, der zu Wahrnehmungen führt. Und Schwankungen des Luftdrucks kennen Sie normal irgendwie aus dem Wetterbericht, aber die Schwankungen, die wir hören können, die ändern sich sehr, sehr viel schneller, nämlich so in der Regel so zwischen 200 und 20 und 10.000 Mal pro Sekunde. Und diese Schwingungen, die können eben zum Beispiel erzeugt werden durch einen Lautsprecher. Und da wird einfach der Schalldruck in bestimmten Bereichen, da wird einfach die Luft in bestimmten Bereichen komprimiert und in anderen Bereichen wieder bisschen expandiert und beim Lautsprecher ist es einfach so, dass eine Membran, die schwingt, die erzeugt diese Änderungen. Diese Änderungen können auch von der Seite kommen, von einem Musikinstrument oder eben auch von unserem Instrument hier im Kehlkopf.
Und also den Schall beschreibt man dann einfach durch diese Änderungen, durch den Verlauf des Luftdrucks an einem bestimmten Ort über eine bestimmte Zeit hinweg. Und Luftdruck ist einfach auch ein Druck, und Druck ist physikalisch einfach die Kraft pro eine bestimmte Fläche. Kraft, das wird in Newton gemessen. Ein Newton ist einfach definiert als der beschleunigten Masse von einem Kilogramm mit 1 Meter pro Quadratsekunde und wird in Pascal gemessen. Und ein Pascal ist 1 Newton pro 1 Quadratmeter. Das lässt sich jetzt irgendwie schwer zu kennzeichnen, was jetzt so ein Pascal ist, aber in der Akustik, da beschäftigen wir uns mit ganz, 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 ganz kleinen Drücken. Ja? Und zwar nämlich Mikropascal. Und Mikropascal ist 10 hoch minus 6 Newton pro Quadratmeter. Und da ist ganz klar, also wenn der Druck jetzt größer wäre, dann könnte man den natürlich auch fühlen. Ja? Und wenn die Lautstärke, die Amplitude von diesen Luftdruckänderungen so groß ist, dass man in dem Bereich ist von so ungefähr so 1 bis 100 Pascal, dann kann man das auch wirklich fühlen im Ohr und auch sonst. Und das ist dann zum Teil auch sehr, sehr schmerzhaft. Also wir beschäftigen uns mit Schalldruck in einem ganz, ganz kleinen Bereich. Und die kleinste Änderung des Schalldrucks, die das auditive System des Menschen unter wirklich optimalen Bedingungen gerade noch wahrnehmen kann, die liegt ungefähr bei 20 Mikropascal. Und der größte Schalldruck, der so an der Schmerzgrenze liegt, das sind 10 hoch 8 Mikropascal. Das sind ungefähr also dann 100 Pascal oder 100 Millionen Mikropascal. Der Schall, der sollte ich vielleicht noch klären, also der Schall breitet sich in der Luft mit einer Geschwindigkeit von 344 Meter pro Sekunde fort. Ja. Das heißt, dass diese Luftdruckänderungen sich mit der Geschwindigkeit vorbereiten. Ja, es ist nicht die Luft, es ist genauso bei einer Welle im Wasser. Also es sind nicht die Wassermassen, sondern einfach diese Komprimierung und Dekomprimierung, die sich da bewegen. Weil dieser Bereich von Schalldrucken, mit denen wir es zu tun haben, so riesengroß ist, wurde das in der Audioindustrie und Technik auch in andere Einheiten gefasst, sodass man nicht immer mit 100 Millionen Pascal, 100 Millionen Mikropascal oder 50 Mikropascal, sondern da wird es eher dann in Größenordnungen verpackt. Und dieses Verpacken in Größenordnungen, das erfolgt so, dass man die Schalldruckwerte angibt, nicht also einfach nur in den Mikropascal hier, sondern man nimmt diese Mikropascal-Werte und dividiert die, erstmal, das wird normalisiert auf den kleinsten noch hörbaren Bereich, das sind diese 20 Mikropascal unter optimalen Bedingungen, und dann nimmt man den Logarithmus davon, den 10er Logarithmus. Ja. Und das heißt, 10er Logarithmus heißt einfach, man zählt, wie viele Nullen da an dem Wert dran sind. Und dann nimmt man eben statt 100 einfach den Logarithmus davon, ist es 2. Bei 1000 ist es 3. Einfach wie viele Nullen. Und dann wird es noch mit 20 multipliziert. Und diese Einheit, die wird dann Dezibel genannt, Dezibel Sound Pressure Level. Das SPL bezieht sich auf diese 20 Mikropascal hier, die für die Normalisierung benutzt werden. Und das heißt hier, wenn man hier den Schalldruck in Mikropascal auf einer logarithmischen Achse aufträgt, dann ist es hier einfach dann so eine Linie, die dann den Schalldruckpegel sozusagen angibt hier. Und die Einheit Dezibel, die wurde nach dem Alexander Graham Bell benannt, der das Telefon erfunden hat. Der Logarithmus, das sollten Sie alles noch ganz genau kennen, aber aus Erfahrung weiß ich, dass man das sehr schnell vergisst während des Psychologiestudiums.
Die wichtigste Eigenschaft ist einfach, dass der Logarithmus von einem Produkt die Summe aus den Logarithmen der einzelnen Terme ist. Also Logarithmus macht eigentlich das Leben viel, viel einfacher, weil man statt multiplizieren nur noch addieren braucht. Wenn man jetzt den Schalldruck verdoppelt, also ich nehme einen Schalldruck, der zweimal den ursprünglichen Schalldruck entspricht, dann heißt, dann kann man das einfach umrechnen, indem man hier wieder das Produkt in die Summe verwandelt und 20 mal der Logarithmus von 2 ist dann einfach 6. Das heißt, wenn ich den Schalldruck verdopple, dann führt es zu einer Steigerung des Schalldruckpegels um 6 Dezibel. Das sollten Sie ungefähr wissen. Also jede Steigerung um 6 Dezibel ist eine Verdopplung des Schalldrucks. Und diese Verdopplung ist insofern wichtig, als dass wenn man die Distanz zu einer Schallquelle verdoppelt, dann halbiert sich der Schalldruck. Dann halbiert sich der Schalldruck und der Schalldruckpegel nimmt dann um 6 Dezibel ab. Das heißt, wenn Sie irgendwie in der Nähe von einem sehr lauten Schallereignis sind, und hier sind ein paar Beispiele aufgeführt, also wenn Sie am Flughafen, so neben so einem startenden Flugzeug, das geht dann schon in die Nähe der Schmerzquelle und das kann dann auch schon dauerhafte Schäden im Hörsystem hinterlassen. Wenn Sie da was dagegen machen wollen, dann müssen Sie einfach weiter weggehen. Wenn Sie doppelt so weit weggehen, also wenn Sie 10 Meter neben so einem Flugzeug stehen, dann sollten Sie doch lieber nochmal 10 Meter weggehen, dann haben Sie schon mal wieder 6 Dezibel reingeholt. Die 0 Dezibel, das ist natürlich für ein kaum hörbares Geräusch. Da ist es absolut mucksmäuschenstill. Und dieses mucksmäuschenstill, das kommt praktisch nie vor. Sogar hier im Hörsaal, wenn keiner mehr redet, dann hört man trotzdem noch ein paar Grundgeräusche. Der Projektor, der erzeugt ein bisschen was. Die Lampen surren vielleicht ein bisschen. Und ich habe hier, früher hatte ich so einen riesigen Kasten dabei. Mit dem konnte ich den Schalldruckpegel messen. Da war ein Mikrofon dran und dann konnte ich den Schalldruckpegel messen. Jetzt gibt es da eine App für und die funktioniert erstaunlich gut. Wenn wir jetzt alle ganz leise sind mal. Dann kommen immer noch so 40 Dezibel. So dieses Rascheln, leiser wird es nie. Wenn man so ein normales Gespräch, sind dann so 60 Dezibel. Bei lauter Musik so 80, U-Bahn 100. Und wenn Sie jetzt hier im Hörsaal einfach mal so viel Lärm machen, wie sie können, dann können wir schauen, ob sie lauter sind als ihre Vorgänger vor letztes Jahr und in anderen Jahren. Also wir sind jetzt noch bei 70 Dezibel, also es ist noch erst 7. Werfen Sie mal Ihre Hemmungen über Bord. Okay, das waren jetzt über 100 Dezibel. Das war ziemlich gut. Aus dem, was ich vorher gesagt habe, was jetzt eigentlich so
wenn Sie jetzt wirklich den Rekord knacken wollten, dann müssen Sie, hätten Sie einfach nach vorne laufen sollen, in die erste Reihe und da brüllen. Ja. Dann hätten wir zu den 100 Dezibel noch, wären schon 130, 140 geworden. Es war ziemlich gut, aber Sie sind sehr optimistisch, wenn Sie glauben, dass ich mir das merken kann. Okay, aber also der Schalldruck, der halbiert sich bei der doppelten Distanz, aber das heißt auch, wenn Sie die Distanz halbieren, ja, dann verdoppelt sich der Schalldruck. Das heißt, desto näher irgendwas an Ihrem Ohr dran ist, desto lauter ist es. Und am nächsten für das Ohr ist natürlich irgendwie, wenn Sie einen Kopfhörer, wenn Sie irgendwas sich ins Ohr stöpseln, ja, und wenn Sie dann so richtig laut aufdrehen, dann können Sie Schalldruckpegel erreichen, die eben nicht nur fast schon schmerzhaft sind, sondern die eben dauerhaft Ihr Hörsystem beschädigen. Ja. Und was da beschädigt wird, das zeige ich Ihnen später. Es gibt im Hörsystem eigentlich nur ganz, ganz wenige Rezeptoren. Ja, beim Sehen haben wir ja über 100 Millionen. Das sind natürlich die Stäbchen hauptsächlich, die wir sowieso nur im Dunkeln brauchen. Aber es sind immer noch 6 Millionen Zapfen in jedem Auge. Ja. Beim Hören haben wir in jedem Ohr 3500 Haarzellen. 3500. Die decken den ganzen Frequenzbereich ab. Und wenn Sie jetzt bei einer bestimmten Frequenz irgendwann einen Ton haben, der ganz, ganz laut ist mit der Frequenz, dann gehen die Haarzellen kaputt, die diese Frequenz verarbeiten. Und die sind dann weg. Da hören Sie dann einfach nichts mehr. Ihr ganzes Leben lang. Ja? Das heißt, da sollten Sie aufpassen. Das Schlimme daran ist, vermutlich ist es schon zu spät. Die richtig lauten Sachen haben Sie wahrscheinlich schon hinter sich. Okay. Also diese Änderungen in den Luftdruckänderungen, die kann man durch so Funktionen beschreiben und die einfachste von so einer Änderung ist einfach eine Sinusfunktion. Ja? Erst nimmt der Luftdruck zu und dann nimmt er ab. Und das wird kann zum Beispiel generiert werden eben durch einen Lautsprecher, der mit einer Membran, wenn die rausgeht, wird die Luft komprimiert und wenn sie wieder zurückgeht, dann dekomprimiert es. Und diese Veränderung des Luftdrucks, die durch die Bewegung der Lautsprechermembran erzeugt wird, die kann man kennzeichnen durch die Frequenz, nämlich wie lange dauert so ein Zyklus, wie oft erfolgt der Zyklus in einer Sekunde und wie hoch ist die Amplitude dieser Änderung. Und das sind die wichtigsten Eigenschaften für unser Hörsystem. Und der so ein reiner Sinuston, mit dem beschäftigen wir uns relativ viel. Und zwar nicht, weil der Sinus so eine schöne Funktion ist und weil wir den Sinus alle kennen aus dem Mathematikunterricht, sondern weil die Frequenzen, nämlich durch die man eben diese Sinusfunktionen beschreiben kann, für das Ohr eine sehr, sehr wichtige Analyseeinheit ist. Das heißt, was unser Innenohr macht, ist, es zerlegt all die Töne, diese Luftdruckänderung in einzelne Frequenzen. Aber das sehen wir dann später noch genauer. Die Amplitude und die Frequenz, die haben auch Auswirkungen auf die Wahrnehmung von den Tönen. Und zwar, wenn ich die Amplitude ändere, wenn die Amplitude immer größer wird, dann hört sich der Ton immer lauter an. Also hier stieg einfach die Amplitude. Und wenn ich die Frequenz immer höher mache, dann hört sich der Ton auch immer höher an. Ja? Da gibt es eine einfache Übereinstimmung. Meistens hat man aber eben nicht diese reinen Töne, also wenn Sie jetzt irgendwie rumgehen oder auch hier im Hörsaal bis auf das Beispiel, da hört man selten sowas. Ja? Oder es ist vielmehr, dass meistens
hört man eben Schallereignisse, die sich aus ganz vielen dieser Sinusschwingungen zusammensetzen. Und ein Grund dafür, warum man meistens so zusammengesetzte Töne hört, ist, dass zum Beispiel Musikinstrumente, wenn die schwingen, eben nicht nur diese eine Frequenz generieren, sondern auch Vielfache dieser Frequenz. Wenn zum Beispiel so eine Saite schwingt, dann schwingt die mit der Grundfrequenz, aber eben auch mit beliebigen Vielfachen dieser Frequenz, und es können nur Vielfache sein, weil einfach die Saite dann auf zwei Saiten aufgehängt ist. Und das heißt, wenn jetzt Musikinstrument, das gespielt wird, wenn da eine Grundfrequenz von 440 Hertz erzeugt wird, dann ist da fast immer auch das Doppelte, nämlich 880 Hertz, das Dreifache und noch weitere Vielfache enthalten. Das sind die sogenannten Obertöne. Und das ist auch der Grund dafür, warum sich verschiedene Musikinstrumente, auch wenn die den gleichen Ton spielen, unterschiedlich anhören. Die Unterschiede bestehen vor allem in der Zusammensetzung dieser Obertöne. Es gibt noch ein paar andere kleine Unterschiede, aber das ist so das Wichtigste. Und natürlich sind komplexere Ereignisse wie Sprache dann nicht mehr so einfach periodisch, aber die kann man ganz, ganz ähnlich analysieren in Bezug auf die Frequenzen. Das mit den Obertönen, das ist hier mit dargestellt. Also wenn ich hier so einen Grundton habe, das ist 440 Hertz, das ist der Kammerton A, und dann das Doppelte, Dreifache. Dann, wenn ich diese drei übereinander lege, dann kriege ich schon was, was sich schon viel, viel mehr wie ein Instrument anhört. Ja. Also das ist die einfache Überlagerung von diesen drei Tönen. Aber wenn man sich dann ansieht, was man dann hier im Zeitbereich hat, also so eine sehr, sehr kompliziert aussehende Funktion, ja, aber eigentlich habe ich hier nur drei Komponenten, also eigentlich habe ich nur drei Zahlen, die diese Funktion beschreiben, dann fragt man sich, ob man das nicht einfacher darstellen kann, ob man es nicht einfach die Gewichtung der Frequenzen da nimmt. Und hier ist es nochmal dargestellt, also wenn ich zwei Frequenzen habe und die dann hier übereinander lege, kriege ich die Funktion. Wenn ich nur den Oberton hier dazu nehme und dann drei Frequenzen habe, dann kriege ich diese Funktion. Aber einfacher ist natürlich die Darstellung hier im Frequenzbereich. Ja. Und wichtig ist der Frequenzbereich vor allen Dingen auch deshalb, weil diese Analyse auf Hinblick auf verschiedene Frequenzen, das ist das, was in unserem Innenohr passiert. In unserem Innenohr gibt es Sensoren, das sind diese 3500 H-Zellen, die sind einzeln einfach getuned, abgestimmt auf eine bestimmte Frequenz. Jede dieser H-Zellen hat eine bevorzugte Frequenz und die wird dann signalisiert. Das heißt, unser Ohr zerlegt diese Schallereignisse praktisch in die einzelnen Frequenzen. Und das Schwierige ist dann natürlich die Frage, wie daraus wieder eben Klänge werden oder Sprache oder Sprachverständnis. Da ist zum Teil noch ein weiter Weg hin. Aber diesen ersten Schritt, diese Analyse im Hinblick auf die Frequenzen, den haben wir schon ziemlich gut erforscht. Und das ist das, was ich Ihnen heute in der Vorlesung hauptsächlich darlegen werde. Diese Obertöne, die sind natürlich auch der Grund dafür, warum warum bestimmte Töne dann ähnlicher klingen als beliebig andere. Das heißt, wenn ich hier die Frequenz verdopple, dann ist es genau eine Oktave. Also eine Oktave entspricht einer Verdopplung der Frequenz. Und weil eben diese Töne ganz, ganz oft einfach zusammen auftreten, sind sie eben wahrscheinlich für unser Hörsystem dann auch so ähnlich.
Okay, um das jetzt zusammenzufassen, also wir haben uns jetzt mit Schall und Wahrnehmung so ansatzweise beschäftigt. Die Lautstärke wird geregelt, indem bei konstanter Frequenz nimmt der Eindruck der Lautstärke zu mit der Amplitude eines Tons. Bei der Tonhöhe ist es so, dass niedrige Grundfrequenzen als tiefer wahrgenommen werden als hohe. Und komplexe Töne klingen oft bei verschiedenen Instrumenten unterschiedlich, auch wenn sie die gleiche Tonhöhe haben, weil sie einfach unterschiedliche Zusammensetzungen dieser Obertöne haben. Die Lokalisation, die werden wir uns erst am Ende der Vorlesung anschauen, aber die kommt hauptsächlich zustande durch die Auswertung der Unterschiede im linken und im rechten Ohr. Daraus lässt sich feststellen, wo im Raum ein Ton herkommt. Die Töne unterschiedlicher Frequenz, also wenn wir jetzt wieder zu den reinen Sinustönen gehen, die werden nicht alle gleich gut von uns wahrgenommen. Die Hörschwellen, die unterscheiden sich deutlich je nach Frequenz. Und zwar sind die am niedrigsten in dem Bereich so um die 1000 bis 3 oder 4000 Hertz. Und dann gehen sie für niedrige Frequenzen hoch. Das heißt, niedrige Frequenzen hören wir schlechter und ganz, ganz hohe Frequenzen hören wir schlechter. Das hier ist die Hörschwelle. Ja, und hier ist bei 1000 Hertz, das ist diese 0 Dezibel, das ist diese 20 Mikropascal, die für die Normierung benutzt werden. Und man sieht, dass einfach manche Töne hier ein bisschen hochfrequenter ist, die hört man sogar noch besser bei noch weniger Schalldruck. Diese Hörschwellkurve, also die hat so eine ganz charakteristische Form, die hat so ein Minimum hier. Man kann jetzt auch, anstatt die Schwelle zu messen, einfach Probanden nur einen Standardreiz vorgeben mit 1000 Hertz, zum Beispiel 80 Dezibel, und dann den Ton mit einer anderen Frequenz spielen und dann die Person fragen, welcher den beiden lauter ist. Ja, und dann kann man Kurven gleicher Lautheit bestimmen. Und eine dieser Kurven ist hier, das ist hier für 80 Dezibel bei 1000 Hertz, 1 Kilohertz. Und wenn man sich diese Kurve jetzt ansieht und vergleicht mit dieser Hörschwellkurve, ja, dann fällt auf, dass die fast horizontal ist. Das heißt, die ist, da klingen alle Töne ungefähr gleich laut, ganz egal, welche Frequenz die haben. Natürlich geht es hier, wenn man es dann nicht mehr hören kann, dann ändert sich das natürlich. Aber das hier ist schon ein deutlicher Unterschied zu der Schwelle hier. Und das hat durchaus auch also angewandte Aspekte. Früher, sprich, also zumindest weiß ich es aus meiner Kindheit, da hatten die Verstärker von den Hi-Fi-Anlagen, da gab es einen Knopf Loudness. Und der war dafür gedacht, dass wenn man die Musik bei so richtig schön laut hört, ja, dann werden alle Frequenzen gleich gut wiedergegeben und auch gehört. Auch die Tiefen und die Hohen. Wenn jetzt aber die Eltern sagen, mach's leiser, und man muss die Musik ganz leise anhören, sprich, wenn man hier runtergeht in diesen Bereich, dann kommen die tiefen Töne und die hohen Töne praktisch nicht mehr durch. Und dieser Loudness-Knopf, der hat jetzt einfach die tiefen und die hohen Töne noch weiter verstärkt. Die Kurven spielen auch da eine Rolle, wenn es darum geht, die Lautheit von Schallereignissen zu messen. Ja? Weil was da gemacht wird bei diesen Messungen, ist auch einfach, dass die Frequenzanteile der Schallereignisse gemessen werden und dann werden die gewichtet mit diesen Kurven. Und da gibt es natürlich eine, die wichtigste Gewichtung, die bestimmt, wie laut was ist, ja, die auch vom TÜV verwendet wird, die gewichtet diese Kurven entlang der Hörschwelle. Das heißt, wenn da irgendwelche Komponenten in dem Schall enthalten sind, so um die 1000 Hertz rum, die werden dann sehr, sehr stark gewichtet. Und wenn hier diese ganz tiefen Töne, die man sehr, sehr schwer entdecken kann, die werden praktisch nicht gewichtet. Das heißt, wenn jetzt der TÜV die Lautheit von
wenn man so einen Motorradauspuff misst, dann gehen diese tiefen Frequenzen praktisch nicht ein, weil man die an der Schwelle so schlecht hört. Aber das Motorrad erzeugt natürlich keine Schalldruckpegel, die an der Schwelle liegen, sondern die liegen eher hier. Ja? Und dann, die machen einfach einen riesen Lärm. Das heißt, es ist irgendwo ein deutlicher Fehler im System. Weil hier, die müssen eigentlich mit der Kurve gewichtet werden, aber so wie wir das dann auch erleben, nämlich als furchtbar und schrecklich laut. Dann möchte ich noch was zu sagen zu diesem Bereich hier. Unterhaltungslautstärke steht da. Ja? Und das sind die Frequenzen, die für die Wahrnehmung von Sprache am wichtigsten sind. Und hier ist es schon interessant, es sind auch die Frequenzen in dem Frequenzbereich und bei der Lautstärke, die man am besten hören kann. Das heißt, es scheint schon so zu sein, dass Sprache und unser Hörsystem aufeinander abgestimmt sind. Und jetzt könnte man natürlich sagen, unser Gehör hat sich praktisch so optimal entwickelt, dass es die Sprache am besten versteht, aber das Hörsystem war vermutlich schon eher da, ja? Und die Sprache hat sich eben eher optimiert im Hinblick darauf, dass sie eben von unseren Mitmenschen dann am besten analysiert werden kann. Es ist auch nicht so, dass die Grundfrequenz der Sprache jetzt hier bei 1000 oder 2000 Hertz liegt. Ja. Die Grundfrequenz, die ist deutlich tiefer, die liegt eher bei so im Bereich von 200 Hertz. Aber die Frequenzanteile, die am wichtigsten sind, um verschiedene Laute zu unterscheiden, die liegen hier in dem Bereich. Ich habe schon eingangs gesagt, dass es bei anderen Tieren die Frequenzbereiche so ein bisschen verschoben sind. Die Mäuse, die können zum Beispiel hier also bei 50.000 Hertz noch sehr gut hören, während größere Tiere, Elefanten zum Beispiel, die können hier in dem tieffrequenten Bereich noch viel, viel besser hören. Aber so grundsätzlich sind die Kurven eigentlich sogar relativ ähnlich, in einer leicht anderen Gewichtungen. Und jetzt wollen wir irgendwie wissen, wie unser Hörsystem das erreicht, dass aus diesen physikalischen Reizen Wahrnehmungen werden. Und dazu gucken wir uns einfach mal an, was mit dem Schallreiz passiert, wenn er ins Ohr gelangt und wie das Ohr aufgebaut ist. Und ich habe auch schon gesagt, dass die Ohrmuschel, nämlich das, was wir sehen von unserem Ohr, eigentlich am allerwenigsten mit unserer auditorischen Wahrnehmung zu tun haben. Das ist auch nicht, streng genommen, nicht notwendig. Aber für die Lokalisation ist sie durchaus hilfreich, auch bei uns Menschen. Also wir haben hier das Außenohr, das besteht aus der Ohrmuschel und dem Hörkanal. Der Hörkanal ist so 2,5 Zentimeter und der hat sicherlich eine schützende Wirkung für das Trommelfell, weil das Trommelfell sehr, sehr empfindlich ist. Der Hörkanal hat aber auch eine hilfreiche Rolle, weil er Frequenzen so zwischen 2000 und 5000 Hertz verstärkt durch Resonanz. Das heißt, die werden dann ein bisschen mehr gewichtet und sind dann ein klein bisschen besser hörbar. Und das ist ja genau dieser Bereich, der für die Sprache eben sehr wichtig ist. Dann an das Außenohr schließt sich dann das Mittelohr an. Das ist dieser Bereich hier. Das ist der Bereich, den kennen Sie wahrscheinlich von der Mittelohrentzündung, die sehr schmerzhaft ist. Aber das ist hier der Bereich zwischen dem Trommelfell und hier diesem kleinen Fenster, wo dann das Innenohr losgeht. Und im Innenohr sind dann die eigentlichen Sensoren. Der Hörkanal und das Mittelohr ist alles luftgefüllt. Und das Innenohr ist flüssigkeitsgefüllt.
Weil die flüssighaltige Umgebung einfach auch wichtig ist für die nervöse Erregungsweiterleitung für die Nervenzellen. Diese Bereiche im Mittelohr, der spielt eine relativ wichtige Rolle, weil einfach da dieser Übergang von der Luft zur Flüssigkeit abgeschwächt wird. Ohne, wenn wir jetzt hier diesen Bereich hier, den ist hier nochmal vergrößert, also hier kommen diese Luftdruckänderungen an, dann kommen am Trommelfell, das Trommelfell wird praktisch wie eine Lautsprechermembran in Schwingungen versetzt. Und hier haben wir drei winzige Knöchelchen, das sind die drei kleinsten Knochen im Körper. Die heißen wegen ihrer Form auch Hammer, Amboss und Steigbügel. Und die übertragen jetzt diese Schwingungen, also die Schwingungen hier vom Trommelfell. Am Trommelfell ist der Hammer befestigt, das Trommelfell schwingt und dadurch schwingt dieser Knochen mit. Und hier haben wir das sogenannte ovale Fenster, das ist der Übergang zum Innenohr. Da ist der Steigbügel befestigt und der schwingt auch. Und der versetzt dann die Flüssigkeit hier innen in Schwingung. Und ist klar, okay, es ging auch einfacher. Ja, man könnte einfach jetzt die Luft direkt hier am ovalen Fenster ankommen lassen. Die wird dann auch irgendwie schwingen. Aber durch diesen Übergang von der Luft zur Flüssigkeit wird sehr, sehr viel an Schalldruck verloren gehen. Man kann so ein bisschen illustrieren, wenn Sie im Wasser untertauchen und versuchen, die Leute zu hören, die sich draußen am Beckenrand unterhalten, dann ist es sehr, sehr schwer. Also es würden da so zwischen 30 und 50 Dezibel verloren gehen. Wenn bei Menschen, bei denen dieser Bereich hier geschädigt ist, die brauchen ungefähr 50 Dezibel zusätzlich, um alles so zu hören, wie Menschen, bei denen das funktioniert. Und der Grund dafür, warum das Mittelohr eben diese Verminderung des Schalldrucks vermeiden kann, sind eben genau diese Knöchelchen. Also wenn man sowas konstruieren müsste, man könnte es sich nicht besser ausdenken. Die Gehörknöchelchen, die haben nämlich zwei verschiedene Mechanismen, um den Verlust an Schalldruck zu vermeiden. Und zwar das erste ist, dass die Fläche des Trommelfells viel, viel größer ist als die Fläche des ovalen Fensters hier. Und der Druck ist ja Kraft durch die Fläche. Und das heißt, wenn die Fläche immer kleiner wird, dann wird der Druck immer größer. Ich kenne das zum Beispiel ganz, ganz gut. Wenn mir jemand auf die Zehen steigt, was immer wieder passiert, wenn es jemand ist, so mit so Schuhen, wie ich sie habe, Entenschuhe, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn das ein Absatz ist, so ein Pfennigabsatz, dann tut es furchtbar weh, ja, weil der Druck einfach dann konzentriert ist auf die viel, viel kleinere Fläche und der ist viel, viel größer. Und durch diese Übersetzung von dem Hammer auf den Steigbügel oder vom Trommelfell auf das ovale Fenster wird einfach der Druck hier größer. Und der andere Mechanismus, der wirkt, ist, dass der Hammer irgendwie ein bisschen längeren Hebel hat als der Amboss hier und dadurch wird es auch nochmal ein bisschen verstärkt. Ja, aber durch diesen genialen Mechanismus mit diesen Knöchelchen, das ermöglicht uns eine relativ hohe Empfindlichkeit in Bezug auf auditorische Reize. Es gibt neben diesen kleinen Knöchelchen im Mittelohr auch noch ganz kleine Muskeln. Und das sind der Trommelfellspanner,
der Untersteigbügelmuskel. Und die können hier praktisch die Knöchelchen, diese Knöchelchen vom Trommelfell bzw. vom ovalen Fenster wegbewegen. Warum wird man die jetzt wegbewegen? Ja, das, dann hört man schlechter. Naja, wenn irgendwie ganz, ganz laute Schallereignisse zu erwarten sind oder schon eingetreten sind. Also das Problem ist hier natürlich, also es gibt so einen akustischen Reflex, wenn ein ganz, ganz lautes Schallereignis gibt, dann werden diese Muskeln kontrahiert und dann hört man schlechter, aber die Muskeln haben natürlich eine bestimmte Latenz. Und das heißt, es kann sein, dass der Schaden eben dann schon passiert ist. Aber das ist ein Grund, warum nach ganz, ganz lauten Schallereignissen man manchmal einfach deutlich schlechter hört. Dann sind diese Gehörknöchelchen praktisch noch ein bisschen weggeklappt von den wichtigen Membranen. Okay, jetzt haben wir gesehen im Mittelohr, das ist jetzt alles, um die Verarbeitung von diesen Schallreizen, den Luftdruckänderungen zu optimieren. Und die Luftdruckänderungen, die kommen jetzt hier an diesem kleinen ovalen Fenster an und der Steigbügel, der hämmert gegen dieses kleine Fenster mit Frequenzen zwischen 200 und 20.000 Hertz. Jetzt sehen wir uns an, was da im Innenohr, dann in dem flüssigkeitsgefüllten Raum des Innenohrs passiert. Hier ist nochmal dargestellt, das Innenohr, das ist in drei Teile aufgebaut. Also hier sieht man die Scala Vestibuli und die Scala Tympani, die Scala Media sieht man dann später, die liegt dazwischen. Und wenn jetzt hier angeklopft wird, dann bereiten sich diese Schwingungen über das ganze Innenohr aus. Und diese verschiedenen Membranen im Innenohr, die fangen alle an zu schwingen. Und die Schwingung, die sieht ungefähr so aus. Also hier ist die zentrale Membran, die Basilarmembran, ausgerollt. Also im Ohr, man kann sich vorstellen wie so eine Decke. Ja, die Decke, und ich schüttel jetzt die Decke. Bloß, dass eben im Ohr die Decke auch noch gleichzeitig aufgerollt ist in der Hörschnecke. Hier, ja. Hier ist die Hörschnecke. Und diese Membran, die hier so schwingt, die Decke, die hat unterschiedliche Eigenschaften an der Basis und an der Spitze, am Apex. Die ist am Apex breiter als an der Basis und auch ein bisschen weniger steif. Das heißt, die schwingt da irgendwie unterschiedlich. Und diese Membran, die schwingt auch unterschiedlich, je nach der Frequenz, mit der jetzt da an das ovale Fenster angeklopft wird. Wenn nämlich das eine hohe Frequenz ist, dann ist die Schwingung an der Basis stärker, also in der Nähe vom ovalen Fenster. Und wenn das eine niedrige Frequenz ist, dann ist die Schwingung hier am Apex größer. Und je nach Frequenz schwingt eben die Membran so über die Zeit hinweg. Aber wenn man sich die jeweiligen Auslenkungen ansieht, dann findet man für jede Frequenz einen Ort entlang der Hörschnecke, wo die Schwingung am größten ist. Das heißt, bei einer mittleren Frequenz ist es irgendwie so ein Ort hier in der Mitte, wo dieser Gipfel ist. Bei einer hohen Frequenz wäre es irgendwo hier in der Nähe der Basis und bei einer tiefen Frequenz hier in der Nähe vom Apex. Und diese Schwingungen der Basilarmembran, das sind praktisch die Grundlage für diese Repräsentation der Frequenzen entlang der Hörschnecke. Der Georg von Békési, das war ein ungarischer Forscher, der hat 1961 dafür den Nobelpreis gekriegt. Und der hat es als erster gründlich untersucht und der hat einfach die Hörschnecke von Leichen stimuliert und hat dann genau gemessen, wie die Basilarmembran da noch schwingt und konnte dadurch das ziemlich gut
Vorhersagen und auch diese tonotope Anordnung. Es war nicht ganz richtig, es gibt noch ein paar kleine Unterschiede zwischen toten und lebendigen Menschen, auch in Bezug auf die Basilarmembran, aber das erzähle ich Ihnen dann gleich später. Wenn jetzt diese Membran also so schwingt, wie führt es dann zu, wie werden jetzt die Rezeptoren erregt? Ja? Und dazu müssen wir uns jetzt mal diese drei verschiedenen Bereiche im Querschnitt ansehen. Also jetzt machen wir einen Querschnitt durch die Hörschnecke. Das ist die Scala Vestibuli, die Scala Tympani. Und hier drin ist dieser dritte Bereich, die Scala Media. Und da sitzt das sogenannte Organ von Corti. Der hat es 1851 entdeckt. Und hier ist die Basilarmembran, die so schwingt. Und auf der Basilarmembran, da sitzt noch eine zweite Membran, die Tektorialmembran. Und das heißt hier, wir haben hier nicht nur eine Decke, sondern wir schütteln zwei Decken, die so knapp übereinander liegen. Und wenn Sie sich das so vorstellen, was da so passiert ist, dass die dann sich so gegeneinander bewegen, diese zwei Decken. Und desto mehr die schwingen, desto mehr bewegen sie sich gegeneinander. Und dieses Bewegen der Tektorialmembran über die Basilarmembran und genauer gesagt über diese Sinneshärchen hinweg, die führt dann zu den Rezeptorpotenzialen und die werden dann hier entlang des Hörnervs weitergeleitet in Richtung Gehirn. Das heißt, die Tektorialmembran, die schert hier über diese Stereozilien der Rezeptorzellen. Hier ist es noch mal ein bisschen größer dargestellt. Es gibt zwei verschiedene dieser Rezeptoren. Das eine sind die inneren Haarzellen und das andere sind die sogenannten äußeren Haarzellen. Und die Tektorialmembran, die Haarzellen haben hier so ganz feine Sinneshärchen und wenn dann die Tektorialmembran da drüber schert, dann lenkt die diese Sinneshärchen aus und das führt dann dazu, dass eben diese Rezeptorkanäle sich öffnen. Das Interessante hier ist, dass von den inneren Haarzellen, da gibt es deutlich weniger, ja, da gibt es ungefähr 3500 in jedem Ohr, aber das sind die, die eigentlich die Wahrnehmung ausmachen. Die äußeren Haarzellen, die können den Prozess beeinflussen, weil die auch Efferenzen haben und die können praktisch ihre Stereozilien ausfahren und dann die Tektorialmembran anheben. Und wenn ich jetzt hier die Tektorialmembran anhebe, dann schert die natürlich weniger über die benachbarte innere Haarzelle. Das heißt, die wird dann weniger aktiviert. Dann höre ich eigentlich schlechter, ja. Aber was eben gemacht wird, ist, dass in den Bereichen, wo Information da ist und wo gehört werden soll, wo es ist nicht Aufmerksamkeit, aber es ist so ähnlich, da wird die Tektorialmembran nicht abgehoben und in den benachbarten Bereichen, die sonst irgendwie stören würden, da wird sie angehoben und diese Störsignale, dieses Rauschen kann dadurch ein bisschen ausgeblendet werden. Die Stereozilien, diese Auslenkungen, das, was hier so gemessen wird, das ist alles wahnsinnig klein und fein. Ja, wenn man diese Haarzelle jetzt so groß machen würde wie der Eiffelturm, 324 Meter, dann wird die Auslenkung, die liegt bei ungefähr 100 Pikometer, die wird dann ungefähr so 10 Millimeter ausmachen. Und sowas kann unser Hörsystem messen. Das ist also schon sehr sensationell. Durch den Frequenzgang dieser beiden Membranen, der Basilar- und der Tektorialmembran, werden natürlich eben dann die Hörzellen an einer bestimmten Stelle im Hörnerv entsprechend mehr oder weniger aktiviert. Und das ist der Frequenzgang von diesen Haarzellen. Es gibt eine Frequenz, da ist die Empfindlichkeit
am besten, also die Hörschwelle von so einem Neuron, von so einer Haarzelle am niedrigsten. Und der ist eben ganz, ganz charakteristisch. Hier liegt es so bei 18 Kilohertz. Und dann, wenn die Frequenz sich ändert, dann ist die Empfindlichkeit geringer. Und die charakteristische Frequenz, die ist eben dadurch gegeben, wo in der Hörschnecke, in der Cochlea jetzt diese Zelle sitzt. Und die Gesamtempfindlichkeit unseres Gehörs, oder hier in dem Fall ist es das Gehör von der Maus, die ist dann praktisch durch die Summe dieser Empfindlichkeitskurven von den einzelnen Haarzellen gegeben. Und das spiegelt das Ausmaß der Schwingungen an der Basilarmembran wider. Das hatte ich schon erwähnt, dass es eben die inneren und äußeren Haarzellen gibt und die äußeren Haarzellen eben dann mehr für das Feintuning da sind. Und die äußeren Haarzellen, das war auch der Grund, warum der Bekeschi, warum die Ergebnisse von dem Bekeschi nicht ganz übereinstimmten mit den Messungen an Probanden. Weil einfach bei den Leichen, die der Bekeschi gemessen haben, dieser Mechanismus der äußeren Haarzellen, der wirklich die Aufmerksamkeit sozusagen auf bestimmte Frequenzen lenken kann, der fiel da weg. Und darum waren die Vorhersagen nicht ganz richtig für die lebenden Probanden. Das heißt also, im Prinzip ist die gängige Theorie des Hörens, die sogenannte Ortstheorie, also es wird die Frequenz kodiert und diese Kodierung kommt dadurch zustande, dass einfach die Basilarmembran an unterschiedlichen Orten für bestimmte Frequenzen unterschiedlich stark ausgelenkt wird. Und die Auslenkung, die führt dann zur Scherung der inneren Haarzellen gegen die Tektorialmembran und die äußeren Haarzellen, die beeinflussen hauptsächlich die mechanischen Eigenschaften dieses Prozesses. Hier weiter und gucken uns an, wie dann die Information weitergeleitet wird. Also hier in der Cochlea gibt es eine ganz, ganz klare tonotope Anordnung, also Anordnung aufgrund von Frequenzen, eben die tiefen Frequenzen hier am Apex und die hohen Frequenzen hier an der Basis. Diese tonotope Anordnung, die wird sehr, sehr lange beibehalten eigentlich. Also hier in den Inferior Colliculi zum Beispiel, wo die Information im Mittelhirn weitergeleitet wird, da findet man auch noch, dass anhand der Frequenzen die Information angeordnet ist und man findet es sogar noch im primären auditorischen Kortex. Die Weiterleitung ist hier dargestellt, also hier bringt man praktisch von vorne auf das Gehirn. Die Fasern des Hörnervs, sie ziehen erstmal zum Nucleus cochlearis, zu den Cochlearkernen hier, dann zu den oberen Olivenkernen, den Colliculi inferioris und dann in Thalamus und dann zum auditorischen Kortex, der hier so im Temporallappen liegt. Was man hier merkt, ist, dass hier die Verschaltung von den beiden Ohren schon sehr, sehr früh erfolgt. Ja. Die Informationen vom linken und rechten Ohr wird relativ früh zusammengeführt und der Grund dafür ist vermutlich, dass der Vergleich der Informationen aus den beiden Ohren sehr, sehr wichtig ist oder der entscheidende Faktor ist für die Lokalisation von auditorischen Reizen und dass diese Signale, dass diese Unterschiede, die da entdeckt werden müssen, winzig klein sind und dass es deswegen möglichst früh passiert. Die Lokalisation, da ist das Erstaunliche, dass man aufgrund dieser eindimensionalen Repräsentation, aufgrund von Frequenzen, also man hat hier wirklich nur diesen Kanal, trotzdem die Richtung sehr gut feststellen kann.
Und dass wir das können, das ist hier dargestellt. Also was hier gemacht wurde, ist, da wurden einem Probanden oder einer Probandin, die saß hier in der Mitte mit geschlossenen Augen, und dann wurden hier Reize, auditorische Reize dargeboten. Das sind diese Kreise, grauen Kreise hier. Und der Proband oder die Probandin musste dann irgendwie angeben, wo der Ton herkam. Und was man hier sieht, ist, dass die roten Punkte, also das ist das wohl die wahrgenommene Position, eigentlich relativ nah an der richtigen Position sind. Also die Unterschiede sind so bis zu 5 Grad. Das ist nur relativ wenig, und hier vorne geht es besser als wie auf der Seite. Aber im Prinzip ist es möglich. Und was wichtig ist, es ist möglich, nicht nur entlang der horizontalen Richtung, sondern auch entlang der vertikalen Richtung. Wenn man sich nämlich überlegt, wie diese Unterschiede oder wie die Position lokalisiert werden kann, dann ist natürlich die interaurale Zeitdifferenz naheliegend. Ja. Die beiden Ohren sind nicht am selben Ort, natürlich. Und das heißt, der Schall kommt meistens, wenn er nicht direkt von vorne kommt, an einem Ohr früher an als an dem anderen. Und das heißt, wenn ich jetzt diese Zeitdifferenz genau messen kann und die dann weiß, dann sollte ich mir ausrechnen können, die horizontale Position des zugrunde liegenden Schallreizes. Dazu ist natürlich aber vollkommen klar, also ich muss erstmal die verschiedenen Schallreize, also in der Frequenzzusammensetzung, irgendwie fest zuordnen können. Ja? Also, aber für den Fall, dass wir jetzt nur einen Schallreiz mit einer bestimmten Frequenz haben, da sollte das dann am besten funktionieren. Die Frage ist jetzt, wie groß sind diese Laufzeitdifferenzen? Ja? Wie viel früher kommt der Reiz an einem Ohr an als am anderen? Und das ist aber was man sich sehr, sehr einfach ausrechnen kann, weil wir kennen alle Größen, die da wichtig sind dafür. Wenn jetzt der Reiz praktisch rechts von mir kommt, dann bewegt sich der Schall mit einer Geschwindigkeit von 344 Meter pro Sekunde. Und wenn wir mal annehmen, dass die Differenz, dass der Abstand zwischen den beiden Ohren 20 Zentimeter ist, dann kann man sich jetzt ausrechnen, wie lange der Schall braucht, um diese 20 Zentimeter zurückzulegen, wenn er für 344 Meter eine Sekunde braucht. Ja. Und wenn man das dann macht, dann gelangt man bei einer Laufzeitdifferenz von weniger als eine Millisekunde. Das sind so ungefähr 500 Mikrosekunden. Und im Mikrosekundenbereich zu messen, das ist schon sehr, sehr schwierig. Und das ist natürlich nur jetzt für den Fall, dass der Reiz wirklich hier von der Seite kommt. Ja. Aber wenn ich jetzt unterschiedliche Positionen feststellen will, ob der Reiz ihm direkt von der Seite kommt oder 10 Grad weiter von vorne, dann geht es ihm nicht um 500 Mikrosekunden, sondern eher um 50 Mikrosekunden. Und das ist extrem, also da würde man jetzt erstmal sagen, wie soll unser Ohr das jemals zustande bringen? Ne? Aber wenn wir uns jetzt überlegen, was unser Ohr machen muss, um diese Differenz zu messen, unser Ohr muss feststellen, dass ein Reiz erst hier ist und dann da. Das heißt, sollte Ihnen irgendwie bekannt vorkommen. Ja? Erst hier, dann da. Das waren diese Bewegung heißt, dass irgendwas erst hier ist und dann da. Und da hat man auch diesen Bewegungsdetektor, den Reichert-Detektor, der eben feststellt, dass erst was hier ist und dann da. Und das Interessante ist, dass die Schallkreise im Ohr, in den ersten Bereichen, in denen
die Informationen aus beiden Ohren zusammengeführt werden, in den oberen Olivenkernen, die sind genauso gestaltet wie diese Reicher-Detektoren im visuellen Kortex. Nämlich, dass die messen die Aktivierung erst hier und dann da mit einer relativ kurzen Zeitverzögerung. Die Mechanismen, die kann man sich zum Beispiel so vorstellen, also eben wirklich, um in diesem Mikrosekundenbereich messen zu können, dass einfach da die Eingänge an einer bestimmten Zelle, ja, wie lange es dauert, bis eine bestimmte Aktivierung, bestimmte eingehendes exzitatorisches Potenzial den Axonhügel erreicht, hängt davon ab, wie weit das weg ist vom Axonhügel, wo am Zellkörper diese Synapsen liegen. Und wenn jetzt eine Synapse näher liegt und die andere weiter weg, dann wird das Neuron im Olivenkern meinetwegen nur feuern, wenn eben erst die Aktivierung hier kommt und dann die Aktivierung da. Ja. Und das liegt dann wirklich im Mikrosekundenbereich. Und auf die Art und Weise lässt sich eben diese Wahnsinnsempfindlichkeit erreichen. Das heißt also, für die horizontale Lokalisation ist sicher die Laufzeitdifferenz am wichtigsten. Es gibt auch noch Unterschiede in der Amplitude durch den Hörschatten, den der Kopf bewirkt. Davon sind aber eigentlich hauptsächlich die hochfrequenten Töne betroffen. Und das heißt, wenn man einen hochfrequenten Ton hat, so 6000 Hertz hier, dann wird der hier stark abgeschwächt von dem akustischen Schatten, den der Kopf hervorruft. Für die tiefen Frequenzen spielt es eigentlich keine Rolle. Die werden fast überhaupt nicht abgeschwächt. Das können Sie, wenn Sie mal so mit den Fingern aneinander reiben, dann können Sie das sehr gut hören, wenn Sie es direkt vom Ohr machen, und dann, wenn Sie weggehen, dann ist es sofort weg durch den Hörschatten. Das heißt, diese Pegeldifferenz, die hier entsteht, in Abhängigkeit davon, wo der Reiz herkommt, die ist nur vorhanden für hochfrequente Töne. Also für hochfrequente Töne kann man das auch benutzen als einen Hinweisreiz zur Positionierung, aber nicht für die tieffrequenten Töne. Also ich habe schon gesagt, es funktioniert und wird auch berücksichtigt für hochfrequente Töne, aber im Prinzip ist die Laufzeitdifferenz irgendwie wichtiger. Jetzt, wenn wir uns aber die Laufzeitdifferenz anschauen, ja, der Unterschied, bis der Ton im rechten und linken Ohr ankommt, dann können wir damit eigentlich nur horizontale Positionen unterscheiden. Und in dem Bild, das ich gezeigt habe, wo die Probanden die Reize lokalisiert haben, die auditorischen, da war eigentlich kein großer Unterschied. Die konnten das auch vertikal und wir können das auch. Wir können auch vertikal die Position von den akustischen Reizen bestimmen. Wie soll jetzt das funktionieren? Also die Laufzeitdifferenz hilft uns dabei nicht. Und das ist der Punkt, wo die Ohrmuschel mit ins Spiel kommt. Die Ohrmuschel hat eine sehr komplexe Form, ja, ist auch sehr eigen. Und was die macht, unter anderem, ist, die schwächt unterschiedliche Frequenzen unterschiedlich stark ab. Das heißt, wenn wir irgendwie einen Hörreiz haben mit einer bestimmten Frequenzzusammensetzung und gucken, wenn der hier horizontal dargeboten wird, dann sieht die Zusammensetzung meinetwegen so aus. Und wenn der von oben kommt, dann sieht es ganz ein bisschen anders aus. Und wenn der von unten kommt, sieht es auch wieder ein bisschen anders aus. Also es sind irgendwie mehr oder weniger relativ feine Unterschiede in der Frequenzzusammensetzung von den Reizen. Und was wir schaffen ist, was wir lernen, und wir haben auch richtig viel Zeit, das zu lernen, ja, ein ganzes Leben lang, ganze Kindheit haben wir Zeit,
und die Form unserer Ohrmuschel und ihre Auswirkungen auf die akustischen Reize zu lernen. Aber unser Hörsystem benutzt es, um diese vertikale Lokalisation zu machen. Wie kann man, okay, das ist eine gute Idee, ja, also die Information ist da, aber wie kann man jetzt zeigen, dass es wirklich so ist? Ja, was Forscher da gemacht haben, die haben Probanden, die haben die Ohrmuschel von den Probanden ein bisschen verändert. Aber jetzt, die haben nicht operiert, sondern die haben einfach so ein Schaumstoffstückchen irgendwo eingesetzt. Ja. Und wenn dann das Schaumstoffstückchen in der Ohrmuschel war, sodass die Form der Ohrmuschel verändert wurde, dann konnten die Probanden erstmal die Reize nicht mehr vertikal lokalisieren. Aber die Forscher haben dann die Probanden dazu gekriegt, diese Schaumstoffstückchen wirklich da mehrere Tage und sogar Wochen zu tragen. Und dann so nach 2 Wochen konnten die Probanden wieder perfekt diese, so gut wie vorher, die Reize vertikal auch lokalisieren. Das heißt also, sie haben gelernt, diese neue Form der Ohrmuschel und deren Auswirkungen auf die Frequenzzusammensetzung. Das Interessante war, dass als dann die Forscher diese Schaumstoffstückchen rausgenommen haben, da hat es nicht wieder eine Woche gedauert, bis die das wieder umgelernt haben, sondern die konnten dann praktisch beides. Also wenn die konnten sofort wieder vertikal lokalisieren ohne das Schaumstoffstückchen, wenn man es dann wieder reinmacht, dann ging es auch. Also das haben praktisch diese beiden Muster waren dann gleichzeitig vorhanden. Das heißt also, diese spektralen Hinweisreize, die sind wichtig für die vertikale Lokalisation. Also was wir jetzt gesehen haben, ist praktisch, wie Reize anhand der Frequenz analysiert werden und wie man auch die Position von Reizen bestimmen kann. Und das Tolle ist, dass man das alles schon ziemlich gut weiß, das ist ziemlich gut erforscht, wird weiter erforscht. Aber wenn man sich überlegt, wie unser Gehör und so im Alltag hilft, um Sprachreize zu verstehen oder auch um auditorische Reize zu gruppieren, also wenn wir hier so eine Szene haben, dann können wir diese auditorischen Reize sofort auch bestimmten Objekten zuordnen. Obwohl natürlich, also der Vogel und die Katze, die erzeugen beide diese Schalldruckmuster und die werden im Ohr erstmal einfach ganz einfach vermischt. Und auch wenn man dann die Frequenzen analysiert, ja, die überlappen sich zum großen Teil. Aber unser Hörsystem, und das ist dann im auditorischen Kortex, und das hat man noch sehr, sehr wenig verstanden, kann dann praktisch eben diese Reize wieder trennen und fest zuordnen. Aber das ist, glaube ich, auch ein Prozess, wo dann Information aus unterschiedlichen Modalitäten vom Sehen und vom Hören auch zusammenspielt und gemeinsam benutzt wird. Und es gibt auch einige Regionen im Gehirn, die Eingangssignale von visuellen und von auditorischen Bereichen erhalten und dann zusammen verarbeiten. Um jetzt die heutige Vorlesung nochmal zusammenzufassen. Also der Schall wird in der Cochlea im Innenohr zu Nervenimpulsen gewandelt. Diese werden dann im auditorischen Kortex als Töne, Musik, Geräusche und Sprache wahrgenommen. Die Verarbeitung im auditorischen System, die ist tonotop, also nach Tönen, Frequenzen geordnet. Und das binaurale Hören ermöglicht die Richtungswahrnehmung. Das war's für heute. Vielen Dank.